Machen wir auch mal eine kleine Roomtour. Leere Wohnungstour. Nicht Roomtour. Nicht Roomtour. Ich war mit meinen Mädels gerade noch kurz einen Kaffee trinken und beim DM. Ich kann einen kurzen Kurzmittel-DM-Haul machen. Ich musste mir sogar so eine Tüte kaufen, weil ich spontan dahin gegangen bin und nichts dabei hatte. Also ne, ich habe Putzmittel für die neue Wohnung gekauft, weil wir ja nichts da haben und da heute streichen wollen und ich dann sauber machen will. Ich habe einmal einen Wischmopp gekauft, inklusive Teleskopstab. Dann habe ich außerdem Haushaltshandschuhe gekauft. Mikrofaser-Universaltücher, 1 Milliliter Fenstertuch. Die finde ich übrigens auch richtig gut für die Dusche, wenn man die Dusche oder Wasserhähne oder sowas trocken wischen muss. Funktionieren die sehr, sehr gut. Dann habe ich außerdem so Geschirrschwämme gekauft, Scheuermilch, Badreiniger, WC-Reiniger. Da fällt mir ein, ich habe so ein WC-Ding vergessen, was man ins Klo reinhängen kann. Dann außerdem Allzwecktücher, einmal Glasreiniger und außerdem noch so ein Bodenputzmittel der Bodenexperte. Pflegereiniger für alle Böden. Wir haben echten Parkettboden in der neuen Wohnung. Allerdings sind das Bad und die Küche so ein komischer PVC-Boden und deswegen wollte ich kein Parkettpflegemittel kaufen, weil ich nicht wusste, ob dann dieser PVC-Boden vielleicht total rutschig wird durch irgendwelche Wachse oder sowas. Deswegen habe ich den genommen. Und noch eine Sache, die ich gekauft habe, die jetzt nicht unbedingt notwendig gewesen wäre, weil ich in irgendeiner meiner Kisten das habe. Handseife. Allerdings wusste ich jetzt nicht, in welcher und ob ich das überhaupt finde. Und deswegen habe ich jetzt mal so eine gekauft. Schaumseife, Garten Eden, paradiesisch blumiger Duft von Balea. Kommt Schaum raus. Das macht immer Spaß, damit die Hände zu waschen. Ich dachte mir so, okay, wenn wir jetzt schon dort sind und keine Kisten mitnehmen, dann möchte man sich ja vielleicht auch mal die Hände waschen, ne? Ich zumindest. Uni ist vorbei, die Uni hatten wir nur eine Vorlesung und danach bin ich noch ein bisschen in die Bib gegangen und habe gelernt, ein bisschen zusammengefasst und so. Und jetzt fahre ich nochmal zum Baumarkt, wie gestern auch schon, und kaufe nochmal ein paar Sachen fürs Bett und einen Putzeimer und so und dann gehen wir nachher streichen. Gerade noch am Fertigmachen hier von den Sofas. Das sind die 2 Paletten, die schraube ich jetzt noch zusammen. Und hier, die sind fertig und dann diese Rollen drunter gemacht. Und dann kommt jetzt noch so eine Anti-Rutschmatte drauf. Und dann da drauf das Polster und das überziehen wir dann noch. Unser Schlafzimmer, was kann der Schlupf dabei denken? Was? Na, Babe, was machst du hier? Putzen. Guckt euch das mal an. Das war nur von diese diesem Lamellen, einen da. Teil. Das letzte Mal, dass wir gevloggt haben, ist schon wieder eine Weile her. Wir haben jetzt auf jeden Fall gestrichen, also weiß gestrichen. Oh mein Gott, der Weißabgleich kommt gar nicht klar. Ich bin komplett grün. Guck das mal an. Oh mein Gott, sonst bin ich krank drin. Ich glaube, wir sind immer noch grün. Ich habe alle Fenster geputzt. Walle und Alex haben alles gestrichen. Also richtig schön und weiß wieder hier. Das Schlafzimmer und die Küche. Das Wohnzimmer wurde gerade erst gestrichen und das Arbeitszimmer wohl auch. Jetzt streicht Alex hier gerade noch was im Bad. Ihr seht, wir haben hier dieses wunderschöne grüne Ding. Und Alex macht das jetzt in so einem Blau, das ist so ein Blaugrau, also so eine schöne, dezente Farbe. Und dann wird dieses ganze Bad ein bisschen moderner, weil mit dem Grün und den braunen Fliesen zusammen sieht es eben nicht ganz so schön aus. Und wenn wir hier diesen Wust beseitigt haben, würde ich sagen, machen wir auch mal eine kleine leere Wohnungstour. Nicht Roomtour. Nicht Roomtour, sondern eine ganze Wohnungstour. Weil das ist jetzt eine ganze Wohnung und nicht mehr nur ein Room. Ich komme da noch gar nicht drauf klar. Wir haben uns jetzt auf jeden Fall gerade Essen bei Foodora bestellt. Meine neue große Liebe. Oh mein Gott, sieht die gut aus. Das ist meine. Yummy. Wie viele Tomaten haben die da eigentlich drauf gefeuert? Ihr glaubt nicht, wie viel Uhr jetzt ist es jetzt? 14 nach 12. 0 Uhr 15. Und wir fahren jetzt gerade von der Wohnung weg in unsere WGs zurück. Wir haben netterweise das Auto von Alex' Eltern wieder mal bekommen. Weil wir morgen auch zu Ikea fahren. Guten Morgen. Guten Morgen. Wieder mal aus dem Auto. Wir sind schon wieder auf dem Weg zur Wohnung. Genau.
Um 10 ist offiziell Schlüsselübergabe, was eigentlich ziemlich komisch ist, weil wir gestern ja schon den Schlüssel bekommen haben, vorgestern. Und ja, gestern schon den ganzen Tag drin waren. Aber wir haben nur einen Schlüssel und es gibt zwei Schlüssel. Und wir kriegen jetzt noch den zweiten Schlüssel und wir kriegen den Briefkastenschlüssel. Und die Vermieter kommen eben und das wird alles offiziell gemacht. Schon ein paar Sachen dabei. Da ist zum Beispiel unter anderem eine Teekanne drin, was sehr wichtig ist, damit, wenn wir nachher vom Ikea wiederkommen und Möbel aufbauen, wir dabei zumindest mal Tee trinken können. Wir haben, glaube ich, auch schon ein bisschen Besteck und sowas dabei, gell? Sau viel Besteck dabei. Wir könnten auch bei Ikea was essen. Lecker. Yo, welcome, welcome. MTV Minecraft in the house. Das ist der Flur. Da bin ich gerade reingekommen. Das ist das Zimmer am Ende vom Flur. Das wird das Arbeitszimmer und das Gästezimmer. Hier kommt man vom Flur rein. Und das Videozimmer, genau. Da ist der Eingang vom Flur. Dann kommt man hier rein. Die Tür haben wir zugemacht, die ihr hinten sehen könnt. Da steht ein Schlafzimmer. Genau, weil dahinter ist das Schlafzimmer. Wohnzimmer. Da ist auch wieder der Flur, da wo das Licht scheint. Und dann geht man eben geradeaus weiter in das Arbeitszimmer, wo wir gerade waren. Und hier biegt man rein in das Schlafzimmer. Unser Schlafzimmer. Das ist das Schlafzimmer. Schau den Schrank hier. Genau, den haben wir von dem Vormittag übernommen. Das sind so Packschränke. Eine Doppelhälfte und zwei einzelne. Und das haben wir dann, wie gesagt, vor diese Tür gestellt und wieder mit zugemacht. Und dann kommt hier eben noch das Bett hin. Die Decken sind auch unfassbar hoch. Ja, und genau. Und deshalb lassen die Schränke bei den alten Mietern hier nicht mehr rein. Und das haben wir mit dir bekommen. Was ich gerade sagen wollte, bevor der Alex mich unterbrochen hat, Fernseher wollen wir keinen Schlafzimmer haben. Nicht immer. Die Marie unterbricht den Alex. Meistens unterbricht der Alex die Marie. Das störe mich nicht. Das ist auf jeden Fall unser Bad. Ist natürlich noch ein bisschen kahl, weil hier nichts ist. Da kommt auf jeden Fall noch ein Duschvorhang hin. Und diese Wand, habt ihr ja gestern gesehen, war grün und jetzt haben wir sie blau gestrichen. So sieht das jetzt aus. Gefällt mir richtig gut. Mit so einem Badteppich. Der sieht jetzt auch sehr verloren aus. Also das fügt sich alles noch zusammen. Das Bad ist nicht sehr groß. Und der wichtigste Platz, die Küche. Nicht da. Die Küche. Meine ich doch. Die haben wir auch übernehmen müssen. Genau. Aber die ist richtig wollen. Cool. Nicht wollen. Ist von Ikea, ist auch in so einem Blaugrau und mit allem ausgestattet und richtig modern und groß. Ja, hier ist gerade ein bisschen Chaos, aber hier ist auf jeden Fall auch so ein Stehtisch, beziehungsweise so ein hoher Tisch und zwei so Hocker. Haben wir auch übernommen, ist sehr praktisch. Und diese Weinkisten an der Wand haben wir auch übernommen. Die kann man so als Regale nutzen. Wie gesagt, sieht alles noch ein bisschen unordentlich und kahl aus. Und hier gibt es uns ein Schmuckstück raus. Wir haben einen Balkon. Kann man ja fast nicht glauben. Riesig vor allem. Schon. Also riesig ist er nicht, würde ich sagen, aber... Naja, aber für eine kleine Wohnung... Ist auf jeden Fall sehr cool. Mein persönliches Highlight der Woche steht unmittelbar bevor. Ikea! Wir fahren zu Ikea! Da freue ich mich, glaube ich, echt schon mein Leben lang drauf, mal sowas zu machen. Deine eigene Wohnung. Ja, jedes Mal immer, wenn man beim Ikea war, irgendwie nur so für ein Zimmer oder für irgendeinen Gegenstand, jedes Mal denkt man so, geil, wenn man viel mehr kaufen kann. Oh, wenn man so für die Küche und bla. Kauft man halt nicht, wenn man noch zu Hause wohnt. Kauft man auch nicht, wenn man in der WG wohnt. Außer man hat halt irgendwie, was wollte ich jetzt eigentlich gerade sagen, vielleicht gründet eine WG oder sowas. Es gibt bestimmt Leute, die in der WG so Zeug kaufen. Ja. Wir in unseren WGs auf jeden Fall nicht. Für Alex ist es eigentlich zu aufregend, dass wir jetzt im Ikea sind. Ich find's mega aufregend. Oh, Blumentöpfe, Kleinshit. Das ist eine richtig süße Küche, finde ich. Alex' Reaktion, bisschen zu weiblich ist mir die. Ja gut, I see. Pflicht bei Ikea, was essen. Und mein All-Time-Favorite, seit ich klein bin, ist Köttbullar. Ich habe es aber schon ewig nicht mehr gegessen und ich hoffe, es schmeckt noch genauso wie vor 15 Jahren ungefähr. Entschuldigung fürs Anfahren. Ich war konzentriert aufs Filmen. Brauchen wir nur noch ein Schneidebrett? Nein, nicht nur noch, wir brauchen noch ganz viel. Jetzt brauchen wir nur noch ein Schneidebrett und alle Möbel. Was ist das für ein Set? Das ist doch vielleicht ganz cool, oder? Kleiner Zwischenstand, man beachte, Zwischenstand, da kommt auf jeden Fall noch was. Da sind nämlich noch keine Möbel dabei. Bin mal gespannt, ich wette, wir müssen zweimal fahren. So Leute, das sind unsere
Einkäufe. Also hier ist nochmal so ein ganzer Wagen mit Zeug. Und hier ist ein ganzer Wagen mit Zeug. Und da ist ein ganzer Wagen. Und jetzt müssen wir das alles irgendwie da reinkriegen. Ich muss sagen, soweit sieht es schon mal ganz gut aus, weil die größten Sachen sind schon drin und es ist immer noch Platz. Also den Spiegel, den machen wir ganz oben drauf. Und ich denke mal, dass das dann alles ganz gut reinpasst, wenn Alex da ein bisschen Tetris spielt. Das Einzige, was noch ein bisschen bedenklich ist, ist meine Sitzposition. Ich muss halt, glaube ich, maximal merkwürdig sitzen. Hallo, ich bin sehr nah. Leider habe ich keinen Platz, meine Hand näher zu machen, weiter weg zu machen. Das Auto ist komplett randvoll. Wir haben eine Tieferlegung des Grauens. Also wir müssen richtig langsam fahren. Wir haben aber alles reingekriegt. Ich musste nur eine Sache auf den Schoß nehmen. Die Lampe, die hat nicht mehr reingepasst. Aber das Auto ist ein Wunder, gell? Das ist ein richtiges Wunder. Also, da passt verdammt viel rein. Richtig krass. Hätte ich auch nicht gedacht. Falls sich irgendjemand Sorgen macht um unsere Ladungssicherung, vertraut mir. Die Sachen sind so kompakt da reingestopft, da bewegt sich überhaupt gar nichts mehr. Nämlich so auch nicht mehr, dass man die nicht mehr reingekriegt hat. Ich habe bis gerade mit Marie Möbel aufgebaut in unserer neuen Wohnung. Und jetzt bin ich gerade wieder in unserer alten WG, beziehungsweise hier in der Werkstatt, und mache das Palettensofa fertig. Eigentlich habe ich gedacht, das Fußballspiel geht um 18 Uhr los. Aber falsch gedacht, es geht um 21 Uhr los und bis jetzt noch niemand zu Hause. Und dann mache ich dafür jetzt diesen Anti-Rutschmatte hier auf das Sofa und dann bringe ich das noch zur Wohnung und ich glaube, dann ist es bald fertig zum Fußball. Alles so entspannt, da rein schon abgeschafft. Und dann wieder als Erste. Arbeitszimmer. Kommt es im Flur? Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Die Sachen sind tatsächlich alle da. Hier auch noch, da steht schon so teilweise unser Palettensofa. Und ich bin tot. Und falls ihr euch übrigens gefragt habt, was diese ganzen grünen Kisten sind, die wir hier jetzt benutzt haben, um umzuziehen. Die Marke oder die Website nennt sich Box at Work. Und ich kann euch das sowas von empfehlen, falls ihr einen Umzug vor euch habt. Also man kann diese Boxen mieten sozusagen. Die werden einem zur Haustür gebracht. Dann kann man die füllen und dann werden die jetzt beispielsweise 2 Wochen später an der neuen Adresse wieder abgeholt. Man kann dann entscheiden, wie viele Boxen man möchte und wie lange man die behalten will und so weiter. Und man kann mit den Boxen nicht nur umziehen, sondern man kann da auch Sachen einlagern für eine bestimmte Zeit. Also ich poste euch die Website mal in die Infos, weil ich fand das jetzt sehr, sehr angenehm. Erstens mal muss man nicht lauter so dumme Pappkisten kaufen und die dann irgendwo verstauen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, das wären alles Pappkisten und wir müssten die jetzt alle irgendwo behalten. Ja, gut, klar, so Pappkisten kann man flach machen, aber wir haben jetzt so 35 von diesen Boxen und 35 Pappkisten. Selbst flach, bring das mal irgendwo unter, ne? Das ist richtig cool und die gibt es nur in bestimmten Städten. Das ist ganz wichtig, dass ihr da Bescheid wisst, falls ihr aus einer von diesen Städten kommt, die ich euch jetzt hier einblende und ihr zieht um. Dann könnte euch das ja vielleicht interessieren. Ich habe auch nachgefragt und ich kriege einen Gutscheincode für euch. Manda. Also wenn ihr Manda als Gutscheincode eingibt, dann bekommt ihr 15% Rabatt auf eure Bestellung. Vielleicht ist das ja für den einen oder anderen für euch ganz praktisch. Na? So geil, ich bin... Eigentlich war ich in Love. Bei uns gibt es jetzt nämlich Jufka. Yummy. Beste Umzugsessen. Beste Essen überhaupt. Super übel, wir haben gerade unser Bett aufgebaut und das so reingeschlagen mit dem Hammer und auf den Knall sind tausende Ameisen hier rausgekommen und da hinten sieht man, da ist so ein richtiges Nest. Es krabbelt schon überall. Wirklich, ich hab so Gänsehaut. Es krabbelt schon überall. Was machen wir denn jetzt? Alles so einsaugen. Ich hab so Gänsehaut, weil ich Beine nicht hab. Scheiße. Oh, ich hab die Krise. Hey Babe. Hallo. Na? Boah, wir sind so weit gekommen.
gekommen heute. Deswegen konnten wir auch nicht vloggen, weil wir waren richtig beschäftigt. Ihr seht, unser Schlafzimmer ist schon ziemlich fertig. Richtig cool. Wir haben auch schon ein Bild aufgehängt und so Sachen. Da sind auf jeden Fall zwei so Kommoden. Mal so einen kurzen Einblick. Genau. Jetzt witsche ich einmal kurz in unser geiles Wohnzimmer rüber. Da kommt dann noch der Fernseher hin. Irgendwann, wenn wir da mal einen haben. Mittlerweile ist schon 7:15. Wir haben gerade geduscht und uns fertig gemacht. Und wir gehen jetzt nämlich noch zu Marie nach Hause. Genau. Und da ist ein Familienfest. Und was gibt's noch zu sagen? Wir sind ziemlich platt. Aber die Wohnung ist fertig. Zumindest die Möbel sind mal alle drin. Wir haben immer noch ganz schön viele Kisten hier hinten stehen. Aber sonst sieht es schon echt ganz gut aus, finde ich. Erstes guten Tag, Mittag, Abend, Nacht aus unserem neuen Bett. Mittlerweile ist schon wieder morgen quasi. Also, das ist schon Tag 2 oder so. Was gibt's zu sagen? Wir haben lecker Pizza gegessen. Und das ist jetzt die erste Nacht hier. Ich bin aufgeregt. Oh. Nein, ich kann eigentlich nicht aufgeregt sein, weil ich so müde bin. Ich bin so müde, oh mein Gott. Deshalb. Wir gehen jetzt direkt schlafen und dann sehen wir uns bald wieder. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao. Alex wird geschminkt.